Amelie Page vom bundesweiten Verein Impf Dich klärt auf, vor allen Dingen an 7. und 8. Klassen im Gebiet Heidelberg. Frau Page, wie sind denn die Reaktionen, wenn Sie aufklären an den Schulen über Impfungen? Genau, wir wollen Jugendliche aufklären, um ihnen eine selbstbestimmte Entscheidung über das Thema zu ermöglichen und holen nach unseren Vorträgen auch immer umfassendes Feedback ein. Und da hat sich gezeigt, dass sich viele vorher noch nicht so umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich nach unseren Vorträgen deutlich besser informiert fühlen und beim nächsten Hausarztbesuch auch ihren Impfpass checken lassen würden. In anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Teilen von Großbritannien, wird ja schon gegen Corona geimpft. Eine Notzulassung musste her. Ist das in Ihren Augen legitim, dieses verfrühte in Anführungsstrichen Impfen? Also ich würde hier jetzt vor allem für uns hier in Deutschland sprechen. Und da läuft ja auch momentan so ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und genau, bei diesen Zulassungsverfahren muss eben immer umfassend die Wirksamkeit, Sicherheit, Qualität und Unbedenklichkeit und auch vieles anderes eben dieser Impfstoffe geprüft werden. Und das wird auch sehr zuverlässig gemacht, da kann man darauf vertrauen, dass diese Zulassungsverfahren momentan sehr viel schneller vonstatten gehen als sonst, liegt einfach vor allem daran, dass unglaublich viele Kapazitäten da reingesteckt werden und Prozesse beschleunigt werden. Aber man muss sich keine Sorgen machen, dass die Impfstoffe deswegen nicht genauso sicher sind wie andere Impfstoffe. Ihrer Meinung nach, wie lange dauert es, wenn das Impfen dann auch wirklich flächendeckend zum Einsatz kommt, bis wir Menschen wieder zu einem normaleren Leben kommen? Also ich denke, dass die Impfung auf jeden Fall ein so sehr großer Schritt sein wird, um wieder einen normaleren Alltag ermöglichen zu können. Wir bereiten uns ja momentan schon umfassend darauf vor, mit der Einrichtung von Impfzentren, und die Impfstoffe werden ja auch schon produziert, parallel zu diesen Zulassungsverfahren. Das heißt, ich denke, sobald die Zulassung dann Ende des Jahres wahrscheinlich da ist, wird auch direkt mit der Impfung begonnen werden können. Und dann gilt halt einfach, jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er sich und andere durch eine Impfung schützt, dass wir möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. Amelie Page vom bundesweiten Verein Impf Dich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Wir gehen kurz in die Werbung und gleich schauen wir auf die Europa-League-Auslosung. Da spielt ja auch die TSG Hoffenheim ganz deutlich mit. Bis gleich.